Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Nachdem wir ja durch diese, naja, das letzte Spiel war natürlich ein bisschen blöd mit der roten Karte. Wir wurden nicht bestraft, weil irgendwie die Verbindung abgebrochen ist. Sehr gut. Aber das werden wir auch garantiert auch nochmal umgedreht haben, dass, ja, unsere Verbindung abbricht, wenn wir in Führung liegen und das dann nicht als Sieg gut geschrieben wird. So, das ist eher ein mäßiges Team. Er hat. Ach, dieser Musa hieß der doch, oder der Stürmer, da war doch schon in der letzten. In FIFA 17 war da schon 76er, mega schnell und super beliebt. Also der wird auch super auf Pace gehen, wie es aussieht. Ich überlege, ob ich auf Defensiv erstmal gehe, aber wir gucken nachher, wie er anrennt. Jetzt habe ich aus Versehen unseren Stürmer in den Sturm geschickt, in den Lauf geschickt, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eine Schusstäusche machen. Ich glaube, sie wäre auch richtig geil gekommen. Fuck! Sehr schön gemacht mit Rossi. Och, ich Idiot. Ich Idiot hat nicht gerafft, dass ich El Shaarawy habe. Hab gedacht, wir spielen jetzt mal auf El Shaarawy. Das war gerade auch geil gespielt von mir. Oh. Wir waren da dran, aber mir hat mir trotzdem nicht ganz gefallen, wie das gelaufen ist. Zu lange. Es war im Ansatz nicht schlecht, aber dann hat es zu lange gedauert. Jetzt rennen wir nachher. Und Sterling ist leider schnell. Glück stehen wir da im Weg. Sorry, aber von da zu schießen war ein bisschen dumm. Aber ich merke schon wieder, dass es schon wieder nicht so läuft, wie ich mir das gerne wünschen würde, dass es laufen soll. Oh, der stand doch rechts daneben. Sehr gut, Perrin. Schlecht mitgenommen. Wenn auch nur auf Konter zu spielen, ja, da massig Glück, aber richtig, richtig krass. Muss er noch einen Trickschuss auspacken, okay, war scheiße verteidigt von mir. Konnte viel zu lange mit Pace auf die Verteidigung zurennen. Weiß ich nicht, wie der Schuss noch verkackt werden konnte. Hätte aber, denke ich, auch noch einen Schritt gehen sollen, bevor ich schieße. Aber trotzdem komisch. Schon wieder super, super geile Angriffssituation, total beschissen ausgespielt. Kann man nicht anders sagen.
Oh, wir haben dann ihn rangeschossen, sehr gut. Vogelwild. Was für Ballverluste teilweise, ey. So bescheuert von meinem Verteidiger. Ich glaube, Ginter war es. Das Tore spielt zum Glück gut mit. Ich bin in keinem Spiel wirklich solide. Es ist zum Kotzen. Es bringt nichts, sich drüber aufzuregen. Oh Gott, so schlecht einmal geschossen. Aber wie gesagt, die eine Situation mit Immobile, das muss halt ein Tor sein. Es muss einfach ein Tor sein. Ich spiele weder nach vorne gut noch nach hinten. Aber mir liegt einfach dieses triple-intensive Spiel, liegt mir einfach nicht. Geile, geiler Kopfball. Fast ein geschenktes Tor. Hat halt viel bessere Chancen, ne? Das ist klar. Da hätte er schon lange einen reingehen können. Ich meine, ich habe ja eigentlich gar keine Chancen. Was? Er war zuletzt dran? Okay. Boah, was mach ich denn für einen Scheiß, ey? Komplett bescheuert. Nice luck.
Na, ich versuche es auch einfach wieder zu sehr zu zwingen. Ich muss einfach mal ein bisschen besser den Ball laufen lassen. Na, das war doch okay. Das war doch okay. Es ging jetzt nicht aufs Tor, aber das war doch schon mal okay. Immobile ist auch nicht der schlechteste Kopfballspieler, oder? Oh nein, ich dachte, den Ball haben wir. Gut ausgespielt, guter Konter, kann man nicht anders sagen. Aber ist halt pure Pace, ne? Pure Pacer. Also das ist ein richtig klassischer Pacer-Spieler auf jeden Fall. Und es hat halt hier leider geklappt. Ich habe übrigens die zwei nicht gesteuert. Der Innenverteidiger rutscht von alleine nach rechts, nach links rüber und deckt den Spieler nicht mehr ab. Warum er das macht, ich weiß es nicht. Man sagt ja eigentlich, dass die Verteidigung nichts mehr macht, aber die macht anscheinend nicht nur nichts mehr, sondern sie macht auch noch Scheiße. Also sie macht es dann auch noch aktiv in die falsche Richtung. War da nur eindeutig Ball gespielt. Ein bisschen robust vielleicht von De Rossi, aber Ball gespielt. Eins null, 71. Minute. Oh, ich gehe mal auf sehr offensiv. Da sollte der Ball nicht hin. Was machen denn die? Oh mein Gott! Aber er verdient, er gewinnt auf jeden Fall verdient. Kann man nicht anders sagen. Es sei denn, ich mache noch den Ausgleich in unverdient. Das ist aber unverdient. Definitiv unverdient. War mal ein gut rausgespielter Angriff, aber es ist unverdient. So, nicht aufgeben. Komm, du kannst auch unverdient gewinnen. Spiel einfach ab jetzt besser als der Gegner. Ach, ich dachte, da geht in den Lauf. Was war das denn? Ich weiß nicht, ob er ihn gesteuert hat, aber er stand einfach perfekt. Schade, da hätten wir jetzt mal unverdient ein 2-1 machen können. War aber ein schöner Angriff. Diese dreckige Pace bei ihm, ey. Glück gehabt. Kein Foul. Oh.
Ja, ich hab's wieder ab dem 1-1 besser gespielt. Warum spiele ich denn nicht die ganze Zeit so, verdammt? Trotzdem natürlich nicht verdient, dass wir jetzt hier in die Verlängerung kommen. Gegner war definitiv insgesamt besser und die Pace, oh mein Gott, die Pace. Das ist so ultra schlecht zu verteidigen, zumindest wenn es die Pace-Spieler schaffen, in den Lauf zu kommen. Also sobald die anfangen, mit Platz zu rennen, wird es so schwer. Vor allem, man kommt ja auch nicht mehr hinterher. Danke. Ach so, es funktioniert auch noch. Macht echt gut die Räume zu, etc. Aber zumindest mal gefährlich im 16er. Genau richtig hingestellt mit der Rossi. Was für ein schwacher Abschluss. Der muss natürlich rein. Jetzt haben wir mal guten Angriff gehabt. Aber wie gesagt, der Abschluss mit. Wie heißt es denn? Brozovic. Brozovic, der hätte natürlich reingehen müssen. Dumm von mir, wieder zu viel Risiko, was man überhaupt nicht braucht. Schade, aber war jetzt auf jeden Fall die Halbzeit ging an mich. Nice. Ich komme ja jetzt dieses Mal zum ersten Mal ins Elfmeterschießen. Nicht, dass ich das wollen würde. Ich will natürlich lieber vorher noch ein Tor schießen und gewinnen. Ach so, Ronaldo. Ja, ich habe wieder mal Ronaldo nicht eingewechselt. Oh, wieso kann ich mir denn das nicht merken? Ronaldo einwechseln in der Halbzeit. Ist denn das so schwer? Meine Fresse, ey. Jetzt will ich ihn ehrlich gesagt auch nicht mehr einwechseln. Jetzt wird's eigentlich richtig geil kommen. Jetzt wird's richtig geil kommen, ne? Aber es ist halt zur Verschwendung, den nur für ein paar Minuten zu spielen. Weil niemand garantiert, dass ich da mit ihm zur Abschlusssituation komme. Ganz knapp, schöne Flanke, gute Idee. Eigentlich gut gemacht. Ah, das war gut gemacht. Oh, schöner Schuss von Immobile. Jetzt am Ende kommen wir ins Spiel rein. Was soll denn der Schrott? Unten ist niemand mehr. Immobile hat auch einen guten Distanzschuss, von daher, warum nicht mal ein bisschen aus der Distanz schießen? Noch eine Ecke. Spiel auf sehr offensiv, warum spielt er auf sehr offensiv? Meine Fresse. Fuck! Zu hoch.
Was für ein schlechter Abschlag. Und er bleibt trotzdem im Ballbesitz. Nein. 118, der scheint wirklich ins erste Elfmeterschießen zu gehen in der Weekend League oder generell ins erste Elfmeterschießen. Zumindest gegen normale Gegner, gegen CPU-Gegner hatte er ja schon Elfmeterschießen. Das hat er krass gemacht mit Koke, da wird das. Ich verteidige jetzt auch besser gegen seine Pace. Warum habe ich das denn nicht von Anfang an gemacht? Elfmeterschießen, ich weiß nicht, ob ich da gut bin. Oh Gott, egal, konzentrieren. Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Und vorher nicht dumm rumlabern. Einfach konzentrieren. Oh mein Gott. Ja! Erste Elfmeterschießen gewonnen. Nice. Bisher habe ich noch kein Elfmeterschießen in der Weekend League verloren, im FIFA 18. Bin ich geil? Ich bin geil. Mann, ich versuche mir gerade einzutrichtern, wie ich am Ende gespielt habe, weil das war viel besser, eine viel bessere Mischung aus abwartenden und aggressiven Verteidigen. Auch das Spiel davon war besser. Meine Fresse. Der Elfmeter war nicht wirklich gut geschossen, aber zum Glück ist der Türhüter in die andere Richtung gesprungen. Aber insgesamt habe ich es besser antizipiert. Und der letzte Elfmeter vom Gegner war auch nicht gut geschossen. Tore, einmal Immobile, Vorlagen Brozovic. Ja, Brozovic gefällt mir gut. Ist wirklich sehr gefährlich davon. Am Ende habe ich die bessere Statistik gehabt. Ich würde auch sagen, die Verlängerung war besser als der Gegner. Aber halt erstmal Verlängerung. So. Oh, hier haben wir ein paar mit nur noch einem Vertrag. Und zwar... Ach, die beiden schon wieder. Ja, aber es gibt eigentlich keinen... Ich meine, klar gibt es bessere Spieler, aber das wird halt einfach dann teurer. Ich weiß nicht, ob ich das schon will. Komm, wir gucken nochmal, wir gucken nochmal, wir gucken nochmal. Oh, fast 500.000 Transfers, nice. Gehen wir mal auf 5.000. Vielleicht gibt es da ja schon einen deutlich besseren. Weil die, die ich habe, das sind okay, aber man merkt halt, die sind halt nur okay. Man merkt das halt, die sind nur okay. Das ist das Problem. Da gefällt mir zum Beispiel die Bundesliga-Innenverteidigung besser. Nicht nur jetzt der Innenform Ginter, sondern auch Bender gefällt mir besser. Vorher hat mir auch Brooks besser gefallen als die beiden Innenverteidiger jetzt aus der Calcio A-Mannschaft. So, Muchacho zum Beispiel. Muchacho. Muchacho heißt eigentlich... Ach nee, der heißt gar nicht Muchacho, sondern Musacchio. Wird wahrscheinlich nicht Muchacho ausgesprochen. Muchacho wäre Junge. Der sieht doch mal richtig geil aus. 70 Pace, 84 Defense, 78 Füße. Bitte groß. Ach, er ist nur 1,80. Was ist denn in dieser Serie A los, mit dieser Calcio A, dass die alle nur solche Zwergen haben als Innenverteidiger? 1,80. Ich würde ihn trotzdem nehmen, weil die restlichen werde geil aussehen. Meine Fresse. De Vrie.
Auch nicht wirklich teurer, hat 85 Defense, ist da groß. 1,89, 4 stand auf dem schwachen Fuß, ist nur ein Tick langsamer. Ja, also die beiden sehen eigentlich schon geiler aus. Also warum nicht die beiden kaufen? Musacchio und De Vril, es sei denn, es gibt geilere. Ja, Höwedes, ich würde ihn so gerne spielen. Sobald er eine Info bekommt, ich bin der Erste, der ihn kauft. Kakeres ist mir egal. Es wird wahrscheinlich Musacchio und. Nee, Asturi nicht. Musacchio und. Wie hieß der andere? Jetzt hab ich den Namen vergessen. De Vril oder wie der hieß. Hier mal ein bisschen weiter nach hinten. Hier haben wir Höwe das 100.000 Mal. Ja, ich denke, De Vri ist ja auch kein L, ist ein J hinten, De Vri. Keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Ich kann leider kein Holländisch oder Niederländisch. Ja, es werden die beiden werden. Die gefallen mir auch eigentlich gut. Ach, ich habe vergessen, Goldspieler einzugeben. Okay. Acerbi, der hat einen merkwürdigen Bart. Oder ist es einfach nur Dreck unter seiner Nase? Ich weiß nicht so richtig. Oder ist es ein Grind oder? Sehr komisch. Auch 85 Defense, der Kollege. Ja, okay. Musacchio und De Vries. Es ist zwar scheiße, dass Musacchio so klein ist, aber ganz ehrlich, viele Kopfballtore haben wir bisher noch nicht gefressen. Die meisten Spieler nicht über Kopfbälle. Also wird es jetzt Musacchio und De Vries. Gefallen mir doch deutlich besser und sind nicht wirklich viel teurer. Das wollen wir auch mal festhalten. Preiswert. Das kann natürlich auch sein, dass die Preise jetzt schon ein bisschen runtergegangen sind. Oh, der gibt es sogar für unter 2,5. Nice. 2,4. Okay, da gibt es ihn auch 100 Mal. 2,2 habe ich gerade gesehen. 2,2 habe ich gerade gesehen. 2000. Es gibt ihn zweimal für 2000. Dann nehmen wir natürlich den mit 7 Verträgen. Für 2000. Das ist ja sogar noch in der unteren Preiskategorie, die ich mir selber setze. Von wegen 1000 bis 2000. Einwandfrei. Packen wir erstmal in den Verein. Dann wie ist der andere Musacchio? Der wird aber, glaube ich, teurer sein. Ja. What? Aber auch für unter 3000 auch noch gut. 2,7 habe ich gerade gesehen. Oh. Und es gibt keinen mit vielen Verträgen. Da muss doch mal jetzt einer angeboten werden, der weniger als 2,7 kostet. Gucken wir mal auf 2,8. Oder auch auf 2,9. Vielleicht gibt es da einen mit ganz vielen Verträgen. 31 für 2,9. Ach, aber Verträge sind gerade ultra billig. Verträge kosten 300, der Goldvertrag. Moment mal, 2,7, 31 für 2,9. Ne, das müsste trotzdem preiswerter sein. Wir gucken noch mal kurz, ob es einen für weniger als 2,7 jetzt gibt. Ich glaube, der für 2,9 wird nicht direkt weg sein. Ne, dann nehmen wir jetzt den für 2,9 mit den vielen Verträgen. Hat zwar keine volle Fitness, aber wir spielen jetzt eh erstmal mit der anderen Mannschaft. Dann braucht man nämlich jetzt erstmal bei ihm die nächste Zeit keinen Vertrag oder neuen Spieler dann auf die Position setzen. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Die Innenverteidigung hat mir nämlich nicht so sehr gefallen in der Calcio A. Ach ja, wir hatten ja Aufgaben erledigt. Was sind denn die neuen Wochenaufgaben? Bis 11. Was ist noch besser als 10 absolvierte Spiele? 11 absolvierte Spiele. Das ist cool. Ich mag immer diese Aufgaben, die man sowieso ganz normal, ohne dass man das extra machen muss, dass man die einfach so absolviert. Aber ich finde es beschissen, dass man keine Belohnung bekommt, wenn man alle Wochenaufgaben erledigt hat. Wenn man alle Tagesaufgaben erledigt hat, bekommt man doch auch was. Absolviere diese Woche mindestens 7 Squad-Battle-Partien. Gewinne 5 Partien mit mindestens 2 Tore Vorsprung. Haben wir noch kein einziges Mal geschafft. Erziele mindestens 10 Tore mit Bundesligaspielern. Ach, das sollte ja funktionieren. Schließlich habe ich ja. Ach, guck mal, da kriegen wir so ein Oktoberfest-Trikot, wie es aussieht. Oder ist das einfach nur das Bild davon? Na, ist auch egal. Ein Bronzeset. Ach, Freunde, Freunde, Freunde. Wenigstens ein normales, da kann man auch ein Silberspiel oder sowas rausziehen. Kein Walkout, was ist denn da los? Ich glaube, es gibt sogar eine geringe Wahrscheinlichkeit, Goldspieler zu ziehen im Bronze-Packs.
So, neue Wappen sehen aber alle nicht geiler aus als meins. Lidgar hatten wir sogar schon mal. Ach, ich packe ihn einfach mal drauf. Für uns 50, 200, scheiß drauf. Ich habe genug Platz auf meiner Liste. Ach so, für wie viel ist denn eigentlich jetzt der... Wie hieß er? Wen habe ich verkauft? Ich habe doch irgendjemand auf die Transferliste für 350 bis 10.000 gesetzt. Also ich habe doch Mist gebaut gehabt. Mal gucken, was da weggegangen ist. Idea, aktuelles Gebot, für 850 ist er weggegangen. Naja, okay, das ist nicht so geil. Ach, ich kann nicht mehr nachschauen, was ich bezahlt hatte, aber ich habe, glaube ich, auch nicht wirklich mehr bezahlt, von daher. Aber es ist trotzdem schade. So, was wollte ich jetzt noch machen? Ich wollte gerade noch irgendwas machen. Ich wollte noch irgendwas machen. Denk nach, was wollte ich machen? Ich packe jetzt erstmal die Spieler da rein. Brauchen wir es in der nächsten Aufnahme nicht machen. Auf Transfermarkt anbieten. Diesmal vergesse ich es nicht. Preisvergleich. 2,7, 1.950. Ich könnte natürlich auch wieder anfangen und den behalten und darauf spekulieren, dass er irgendwann mal in einer... irgendwann mal in einer Squad-Building-Challenge gebraucht wird und dann total im Preis steigt. Das hat man ja manchmal das Glück. Aber meistens verpasse ich das, weil ich mir die Squad-Building-Challenges nicht anschaue. Das ist das Problem. Ich glaube, ich verkaufe ihn und setze ihn für 1000 drauf. Wenn er für 1000 weggeht, bin ich zufrieden. Ich hatte jetzt, glaube ich, auch. Ah, ne, gekauft für 900. Mache ich sogar minimal Gewinn. Yay! Oh mein Gott. Ich werde mir mal kurz hier Deo reinhauen. Ich weiß auch nicht. Fühle mich gerade unwohl. Na komm. Hallo. Das Deo ist alle. Kommt nur noch Gas raus. Okay, dann halt nicht. Ja. Musacchio und der andere. Ach so, welche von den beiden? Naja, Musacchio ist schneller, deswegen nehme ich den mal. Wobei De Vries ist, glaube ich, der komplettere Innenverteidiger. Musacchio hat auch einen deutlich besseren Pass, aber mir geht es ja eher um die Defense. Glaube, ich nehme De Vries. Oder? Der hat auch 5, aber er ist halt deutlich größer. Das ist halt das Ding. Der ist halt 1,98, der andere ist nur 1,80. Nee, ich lasse es so. Ich glaube, die Größe ist nicht ganz so wichtig in diesem FIFA. Jetzt kommt ja eh erstmal Koulibaly rein. Moment, da können wir aber auch so machen, dass wir den erstmal verkaufen. Werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr als, ja, auch da werde ich wieder einfach 1000 anbieten. Wenn er für 1000 weggeht, ist es schön. Wenn nicht, werde ich ihn wahrscheinlich einfach im Verein behalten. Und dann hoffen, dass ich mitbekomme, wenn der irgendwann in der Squad-Building-Challenge gebraucht wird. So, es sieht jetzt schon deutlich besser aus, was die Innenverteidigung angeht. Schwacher Fuß 2, ich glaube, der hat 3 und ich glaube, der De Vries hatte sogar 4 Sterne auf den schwachen Fuß, ja. Dann packen wir die jetzt noch auf die Bank der Bundesliga. So, und vielleicht schaffe ich ja endlich mal dran zu denken, dass ich Ronaldo in der Halbzeit einwechseln will. Das gibt's doch nicht. Ich muss sagen, unsere Teams sehen echt schon verdammt krass aus. Natürlich, wenn ihr die Videos anguckt, ist es jetzt schon wieder ein paar Wochen später, aber für mich ist das gerade, glaube ich, ja, ihr wisst, das ist ja das ist die erste Weekend League, so. Und das ist noch total zeitig. Das ist eine Woche nach Release, nach offiziellen Release. Und da habe ich eigentlich schon ziemlich gute Teams. Ich glaube, so gute Teams, vor allem mit so vielen Informen, drei Informen in der anderen Mannschaft, hatte ich definitiv noch nie. Das weiß ich, also da bin ich mir sicher. Das ist echt krass. Wie hat denn noch Hintep? Oh, Hintep! Na, wenn wir einmal dabei sind, dann schauen wir jetzt nochmal, wen wir für den Hintep nehmen, weil ich bin echt nicht zufrieden mit ihm. 12 Spiele, 4 Scorer-Punkte. Kann natürlich sein, dass die anderen sich noch beschissener spielen lassen, aber hat ja auch keine so krassen. Wobei, die wäre das ein okay für einen 79er. Nicht Mannschaftsauswahl. So, jetzt gucken wir mal, ob wir da einen interessanteren finden. Da gab es ja, glaube ich, auch ziemlich preiswerte eigentlich, die interessant waren. Aber da wir jetzt uns quasi in der zweiten Stufe befinden, gehe ich jetzt trotzdem erstmal auf den teureren. Und zwar 2000, 5000. Da sehen wir trotzdem, die preiswerter sind mit drin. Das macht ja nichts.
Hintep. Brand ist mir eigentlich zu langsam und den spiel ich spiele auch ohne Champions Freestyle. Bailey ist einfach nur schnell, das bringt mir nichts. Da kann ich auch Hintep weiterspielen. Gnabry ist ein 79er. Oh, der ist aber auch teuer. 4-4. Ah, hier 2-5, alles klar. Ja, Gnabry könnte man testen. Der ist einen ganz kleinen Tick schneller, hat ein gleiche Dribbling, also ich gehe nur nach den Werten auf der Karte. Hat den besseren Schuss, etwas schlechteren Pass und schlechtere Physis. 3 Sterne auf den Schwachen ist Rechtsfuß. Und hat 4 Sterne Spezialbewegung. Das heißt, Schusstäuschungen gehen mit dem auf jeden Fall gut. Und schneller. Er hat aber auch 4 gehabt, okay. Ja, also Gnabry wäre jetzt meine Option, wenn ich keinen anderen Interessanten sehe. Johnson. Also ein Scheißschuss, den würde ich echt erst probieren. Den würde ich echt erst probieren, wenn das andere nicht funktioniert, weil der Schuss schreckt mich echt verdammt ab. Hat halt 4 Sterne auf dem Schwachen, das ist schön. Kalou geht gar nicht. Nicht selten werden auch nicht angeguckt. Gab's nicht noch Schürrle, ich wollte gerade sagen, aber Schürrle ist halt, der hat sich auch echt geil spielen lassen, hat einen sehr geilen Schuss, nicht so geiles Dribbling. Der macht sich besser als linker Stürmer, glaube ich. Der ist halt auch nicht so schnell und ich will ihm jetzt auch keine Champions League Styles geben. Asano, oh, extrem schnell, aber Silberspieler natürlich. Ja, ich werde mal Gnabry testen, würde ich sagen. Guerrero geht auch gar nicht, zu langsam. Ich werde jetzt Gnabry testen und dann wahrscheinlich. Und dann wahrscheinlich Johnson, wenn Gnabry nicht funktioniert. Und Gnabry ist preiswert, den habe ich für 2,5 gerade gesehen gehabt. Hat er auch nochmal den besseren Schuss, das gefällt mir. 2, 3, 2000, dann nehmen wir den. Das sind wir auch wieder in der unteren Kategorie drin, 1000 bis 2000, sehr schön. Habe ich auch noch nicht gesehen bei den gegnerischen Teams. Hintep habe ich schon ein, zwei Mal gesehen. Und dann knallen wir den mal raus. Den habe ich für 2,5 gekauft. Oh, der war aber noch ganz schön teuer. 2,9. 2,9. 2,8. 2,7. 2,7. 2,8. 2,6. Ich glaube, da stelle ich ihn erstmal für 2,5 rein. Dann habe ich den gleichen Preis, den ich ausgegeben habe. Weil bisher habe ich auch noch keinen gesehen. Und nur einmal für 2,6. Oh, 2,4. Schade. Da machen wir halt ein bisschen Verlust. Wir können nicht immer mit Gewinn verkaufen. Ich glaube, dann stelle ich ihn einfach für 2,2 rein. Scheiß drauf. Er hat ja auch nur noch einen Vertrag. Das heißt, wir haben ja schon über die Verträge, die wir abgespielt haben, haben wir ja schon das Maximum rausgeholt. Aber interessant, dass Gnabry dann doch nochmal einen Tick billiger ist als Hintep. Aber ich glaube, Hintep ist auch einfach sehr beliebt. Der hat sich auch letztes Jahr sehr gut spielen lassen. Das ist leider gedowngradet worden und spielt sich nicht mehr so gut, finde ich. So, dann ist der nächste eigentlich bloß unser Ginter und der wird natürlich verlängert, der Vertrag. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.